Ich hatte eine Frage, und zwar, Sie haben ja gesagt, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam es nicht mochte, wenn man aufgestanden ist, wenn er gekommen ist. Ja. Die Sahaba haben nie aufgestanden. Genau, und jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt in der Moschee sitzt, ja, da kommt ein älterer Mann, der gibt einen Salam, dann steht man ja aus Respekt auf. Soll man das dann lassen? Weil ich verstehe das ja falsch, wenn man nicht aufsteht, dann sagt ja einer auf dem respektlos. Da sagen die Gelehrten, wer so ein Verhalten hat, dass er denkt, das ist respektlos, wenn man für ihn nicht aufsteht, dann sollte man erst recht nicht aufstehen. Ja. Da muss man diese Sache korrigieren. Aber zum Beispiel, wenn jemand reinkommt und du stehst auf, um ihn zu empfangen, nicht weil er gekommen ist, steht man auf. Also es gibt jetzt zwei Situationen, kann ich das einmal darstellen. Jetzt kommt jemand rein, du gehst jetzt nicht in den Empfang, du stehst einfach nur so auf, aus Respekt, setz dich. Das ist ein Verhalten, den man auf gar keinen Fall machen sollte. Aber du siehst jemanden, der reinkommt und du gehst auf ihn zu. Du stehst jetzt auf und gehst auf ihn zu, empfängst ihn und so weiter, das ist kein Problem. Wer jetzt kommt, also er kommt auf mich zu und ich stehe dann auf und begrüße und setze mich dann wieder, das meine ich. Dann bleibt man sitzen und begrüßt man. Ja. Es sei denn zum Beispiel jemand, der aus Reise oder aus langer Zeit hast du nicht gesehen, du willst ihn umarmen, stehst du auf und umarmen, kein Problem.